Moinsen, da sind wir wieder zu einer neuen Jagd. Ich habe keine Ahnung, was für ein Viech wir jagen, auf jeden Fall ein neues Viech. Ein Quillshot. Ich bin Level 11. Quillshot. Du bist Level 11. Ich bin Level 10. Ich bin Level 13 nur. Wo sieht man das? Jungs, wo sieht man das? Das wird dir angezeigt. Wo denn? Irgendwo. Ja, irgendwo. Geil. Wird dir angezeigt. Wo? Irgendwo. Stimmt hier beim Meister schon. Beste. Ich bin 13. Rechtsklick drückst bei Meisterschaft, ja, ich bin auch Level 13. Ich bin Pistolen Level 5, Simon. Ah, okay, ab Level 5 schaltet man dann diese Dinger da frei. Level 5 ist echt nicht weit, ne? Komm, gib mir einen. Pistolen Level nur, Ali. Ne? Wo ist Pistolen Level? Ich bin mit den Kettenklinger. Ich bin mit Schwert zum Beispiel auch Level 4 und ich hab's nicht viel gespielt. Mit Lanze bin ich Level 7, Simon. Was mit Speer? Hat jemand schon das hässliche Kackviech gefunden? Anscheinend nicht. Okay, ich hab ihn gehört. Ich seh ihn. Flair, geil. Ah, die da oben. Ah, bin ich genau in die richtige Richtung. Das ist ja gar nicht so hässlich, wie ich dachte. So. Das geht jetzt bestimmt gleich schief, was ich machen will. Das hat sogar funktioniert. Das schaut so aus wie so ein Schwein mit Rüstung. Au. Oh, das ist jetzt wieder gewöhnungsbedürftig, dass man seine Ding nicht kennt, ne? Ist jetzt wieder gewöhnungsbedürftig, dass ich seine Moves nicht kenne. Ja gut, ich kenne die schon, deswegen habe ich ja die Pistole mitgenommen, weil der ist so AIDS als Nahkämpfer. Ach, das ja, geht schon. Ja. Autsch. Ja, das geht einer schon. Musste das Opfer hier sein. Ja, und Ali ist das schon gewöhnt. Ja, ich bin nicht. Immer schön auf dem Schwanz, ne? Ich brauche den Schwanz noch. Ja, komm, wir schenken dir den Schwanz zum Geburtstag. Simon hat ihn verstanden. Ich hab mit den Worten, damit du auch meinen Schwanz hast. Das wäre jetzt witziger, wenn wir eine Gruppe Mädels wären. Echt? Ja. Dann willst du auch so passen, so weißt du. Mädelsmäßig. Ha, dann hast du auch meinen Schwanz, dann bekommst du auch mal jemanden ab. Ist das für Mädels so toll, einen Schwanz zu haben, oder wie? Bestimmt. Ich meine, ist doch kein. Eigentlich ist es nichts anderes. Mädels wollen einen Schwanz zwischen den Beinen und Jungs wollen auch einen Schwanz zwischen den Beinen. Einen großen Schwanz zwischen den Beinen. Ja. Die meisten Jungs haben ja einen. Ob der jetzt. Da bin ich mir ab und zu nicht so sicher. Wobei ich tatsächlich mehr Mädchen kenne, die da nicht so Bock drauf haben auf so einen Riesendödel. Kann ich mir vorstellen, hätte ich auch nicht. Nee, so groß, aber nicht riesig ist schon okay. Stell dir mal vor, dir tritt ein Typ einen Riesendödel in den Arsch. Stell mir nicht so angenehm vor. Ich stell mir aber generell Dödel im Arsch nicht so angenehm vor. Komm zu mir, Bitchy, Bitchy, Bitchy. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, Simon. Naja, ich kenne Leute, die haben sich da Exit Only drüber tätowiert. Kenne ich ja wirklich. Mädchen, die hat das Arschgeweih drüber tätowiert. Ja, mein Gott, ich kenne auch Leute, die haben sich Fuck Off auf dem Arsch tätowiert. Ich hab mir Fuck Off auf den Arsch tätowiert. Spiegelverkehrt ist wichtig. Zu Hause im... Ich kenne die nicht, Ali. Ach ja, Zuschauer, Luca ist auch dabei, aber der ist bloß... Audio... Der ist bloß... ...technisch dabei, weil der nicht Tätowier spielt. Der hatte bis jetzt noch nicht keine Lust, das mit uns zu spielen. Ja, er wäre auch jetzt gerade das fünfte Rad am Wagen. Ja, so ein Rad mit fünf Wägen ist nicht unbedingt schlecht. Ein Rad mit fünf Wägen! Alles klar. Genau, Ali! Ja?
Kennst du nicht das Rad mit 5 Mägen? So, damit das perfekt balanciert ist, hat das Rad normal, das eine Rad normalerweise 4 Mägen dran. Und dann kommt aber das dann, fünfte Rad. Der fünfte Wagen, sorry. Er verspricht sich beim Versprechen und sagt es beim richtig. Ja, aber das ist dann langweilig, wenn ich dir richtig sprich. Ist der jetzt weg? Jeder haut schon ab. Na hör mal, was ist denn hier los? Als ob der jetzt schon weg ist. So. Wie viel ist denn hier noch in der Quelle drin gewesen? Jetzt nicht mehr? Nee. Ja, wow. Ich konnte mich wieder gar nicht heilen. Ja, selber schuld. Du bist schon weggerannt, dann habe ich mich voll geheilt. Ja, schau mal mein Leben an, Alter. Ich habe vielleicht ein Viertel verloren jetzt auf den kompletten Kampf. Ja, du bist ja nur Pistole, Alter. Was heißt hier nur? Ja, nur Pistole, hast du schon richtig gehört. Pussy-Waffe, ja? Ich auch. Das Gute ist, Simon, das passt zum Thumbnail von der heutigen Folge. Oh. Da hast du auch eine Pistole in der Hand. Jo, stimmt! Ach, das ist die Folge, die heute rauskommt. Ja, ist doch schon draußen, die Folge. Ja. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt von der, die wir jetzt gerade aufnehmen, weil in der, wo ich die Pistol in der Hand habe von der Folge, im Thumbnail, habe ich ja nicht einmal gespielt. Ja, egal. Foreshadowing und so, ne? Spoiler-Alarm. Werden wir gleich die Flame, wenn wir gespoilert haben. Alter, jetzt geht's mir jetzt aber auf den Sack! Sag ich doch. Ich will dich doch nur abstechen! Ups. Denk dran, richtig schön den Pussy-Move machen und immer auf den Schwanz. Ja. Ich brauche den auch, Mann. Für meine scheiß Jacke, Alter. Ich weiß, ich schieß auch die ganze Zeit auf den Schwanz. Schau mal, wie narbig der schon ist. Ja, ich seh's. Ja, so einen narbigen Schwanz stelle ich mir nicht so geil vor. Als ob die Quelle schon wieder leer ist! Wolltest du mich hier komplett verarschen? Wenn der dann viele so kleine Buckel hat. Oh. Oder Stacheln wie hier. Oh, das stelle ich mir nicht so geil vor. Ach, Katzenschwänze haben doch so einen Widerhaken dran, oder? Was? Matratzenschwänze? Nee, Katzenschwänze haben doch Widerhaken dran. Nein, soweit ich weiß nicht. Ich denke mal, dass das so ähnlich ist wie bei Hunden. Ja, das war die, so kleine... die schwellen im Körper so weit auf, dass ja, sie... Ja, haben dein Schädelwutz! Dass sie nicht mehr raus können, weil das Loch von der Frau zu... Meine Info war, dass die quasi so kleine Widerhaken dran haben. Kann sein, dass das bei Katzen so ist. Hunde verhaken sich halt. Also die haben keinen Widerhaken, sondern der schwillt halt so an, dass er nicht mehr... So ist es jedenfalls bei Hunden. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich noch nie so wirklich mit Sex und Katzen beschäftigt. Wäre ja weird, wenn schon. Wir haben... Also der Hund, wegen dem wir damals umgezogen sind, der hat sich mal gedacht, als ich mit ihm am Feldweg spazieren war, ja, ficken wäre jetzt geil. Und hat dann das Weibchen, also die Hündin von einem Kumpel mit mir besprungen. Wow. Und dann haben wir die nicht mehr, eine halbe Stunde nicht mehr auseinandergekriegt. GG. Wow. Ding, so geil, ne? Ich bin einfach stehen geblieben gerade. Und King, nicht die Spritzen benutzen! Na, King weiß es gar nicht. King, die Spritzen nicht benutzen. Weil wenn die Zeit abgelaufen ist, kannst du dich nur noch mit den Spritzen wiederbeleben. Ah, okay. Fuck, ich hätte ihn fast ausgenockt. Ich bin gerade stehen geblieben und die Stacheln sind genau um mich außen rum gelandet, ne? Leute, ja, das passiert manchmal. Jetzt gerade hat er gemeint, er muss sich an mir einen Narren fressen. So. Oh. Ich hab nicht gezielt, aber getroffen. Und. Ah, neu. Ist Schwanzlock gestochen. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal den ersten Trank nehmen. Nö, musst du nicht. Ja, hab ich jetzt trotzdem. Na, hör mal, hässliches Kackviech. Jo, S plus. Ich hab Easy. B. Ja, weil du nur Muschi bist. Sagt der mit der Pistole. Immer noch besser als du. Ja, vom Fan ist es doch einfach. So, Wir sehen uns gleich in der nächsten Jagd wieder. Moinsen, da sind wir wieder zur nächsten Jagd. Beziehungsweise immer noch in derselben Folge, glaube ich. Wobei, ich weiß es ziemlich sicher. Wir sind sogar bei der neuen Map, denn wir haben wieder ein neues Viech, das abgemetzelt werden möchte. Schargel. Schargel.
Ja, komm, looten wir kurz, wenn wir da sind. Und dieses Monster hat anscheinend gar noch keiner von uns gemacht, oder wie? Nein, ich habe das auch noch nicht gemacht. Nice! Ist das einzige, wie gesagt, das einzige, was ich schon gemacht habe, war das Quilding und Erwachsene von den anderen. Ja, aber nicht gut. Alle. Mann, ich bin runtergefallen. Hm. Weil ich die Sachen gebraucht habe, um die Pistols abzugraden. Ich hab's gerade gehört, aber noch nicht gesehen. War vielleicht auch nicht gehört. Ich höre es, aber das ist in einer ganz anderen Richtung. Ja, du bist auch in eine andere Richtung, die falsche Richtung dran. Hab die Flare gezündet. Und ich greife an. Ja, aber nein, irgendwie kam da gerade aus einer komplett falschen Richtung eine Flare. Och nö, ich bin schon wieder runtergeflogen. In meiner Richtung kam gerade eine Flare, die war richtig. Ja, die zweite war auch richtig, das war auch aus der Richtung, wo ich gehört habe, aber die erste Flare kam aus einer ganz anderen. Muss ich noch eine Flare zünden? Nein, ja. Ich bin da. Moinsen, Alter, Feuerschildkröte hier. Jo, wie riesig ist das denn? Könnt ihr mal auf mich warten oder so? Okay. Ich bin mittlerweile schon zweimal runtergefallen. Gabi, ich leg die da mal. Feuer! Feuerschwanz! Dreimal. Der spritzt mit Lava die Fotze! Kann dir jemand nochmal eine Flare zünden? Ja. Machst du denn? Ich mach schon. Was falsches, was Banner. Wow. Oh! Alter, das macht mich Half-Life. Das macht mich richtig. Ich messer das Vieh? Nein, das macht mich richtig. Kennst du das nicht? Das macht dich Messer. Nee. Wenn dann heißt das, ich mach Messer. Ich mach dich Messer. Ja, hab ich doch gerade gesagt, ich mach dich Messer. Aber das Vieh macht mich halt gerade Messer. 3, 4, 5. Genau. So. Kann man hier in die Lava? Wann löscht denn das Wasser nicht mehr das? Nee, das man kann hier nicht in die Lava laufen! Weil es Lava ist und kein. Ja, ich bin gedownt. Alter, das Vieh ist ja. Alter! Ja! Das hat vor allem auch so eine hohe Reichweite, weil das so fett. Alter, wir müssen ihn unbedingt an Schwanz abhauen, ne? Was ist das denn? Das ist. Ja, super! Natürlich erstmal meinen stärksten Angriff verschwenden. Hey, Kröti. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Schnappschildkröte oder sowas. Du bist hässlich! Ich kann Feuer spucken, und was ist denn los mit dem? Vor allem aus den Seiten raus, als würde der furzen, Mann. Hässlich und dumm bist du! Das ist Tour Talk in Feuerversion. Das ist diese eine, wie hieß das Pokémon nochmal? Quirtle oder so. Ja, Tour Talk ist die Weiterentwicklung. Sonst Quirtle. Nein, Quirtle ist die Feuerschildkröte, Ali. Gibt eine Feuerschildkröte? Ja. Ja, Quirtle. Fick dich, Simon. Hä, ich hab das als erstes gesagt. Den Namen. Warum spuckt das Viech Lava? Warum verfolgt mich die Lavakugel? Gib den Namen, wie weit ich mich verfolgt! Na, hör mal! Lava. Jo, Alter! Das Vieh ist ja. Die Lavakugel verfolgt mich immer noch! Ich komm nicht mal dazu aufzustehen! Alter, komm! Du hast eine Ladung meiner Spitzenkanone verdient! Bam in die Fresse! Boom! 1, 2, 3, 4, 5. Autsch. So war das nicht gemeint. Ihr solltet nicht unbedingt in der Lava stehen, ne? Die Lava macht Schaden. Ich war unter Wasser, ich werde es sehen. Tu ich auch nicht, ich stehe nicht in der Lava. Ich krieg nur ich so auf die Fresse. Ja, natürlich, ich spring schon durch und durch und was passiert? Er schlägt dann genau in die Richtung. Ja.
Da komm, Schnitzel! Hä, ich weiß nicht, von was ich gerade down gegangen bin. Der hat doch keinen Attack gemacht. Lava vielleicht. Du liegst genau unter ihm. Ja, aber deswegen macht er mir kein Problem. Autsch! Doch. Danke, Ali. Gern geschehen. Kann Sinn, du hast noch Verbrennung drauf gehabt. Aber ich hab schon, na, hatte ich nicht. Hab ich extra geguckt, drauf geachtet. Kann man da im Wasser jetzt irgendwie das Feuer los? Ja, wie unrealistisch. Ein Spiel mit riesengroßen Monstern. Die ja, fucking Feuerspein und Wind- und Rage-Modus. Und Simon beschwert sich über Realismus. Ja, wenigstens ein bisschen. Hallo, ganz ehrlich. Das Simon. Sowas gab's bei. Ganz ehrlich, in fucking Zelda hätte ich das gekonnt. Zelda ist ein komplett anderes Spiel. Zelda ist jetzt auch nicht das realistischste Spiel. In Zelda wärst du gestorben, wenn du ins Wasser gefallen wärst. Nein, im neuen Zelda nicht. Ja, hallo, Schildkröte. Ja, das ist das geilste Zelda. Willst du jetzt das neue Zelda mit diesem Spiel hier vergleichen? Ja, das hier ist ja eh. Das ist noch in der Beta. Erstens das, zweitens ist das neue Zelda ein AAA-Titel und das ist ein Indie-Titel. Ja, dann soll ihm aufhören, Indianer zu sein, so. Alter Spaß. Wow, Simon, oh Gott. Nein, du hast gerade einen schlechten Clown verschluckt, oder was? Traurig. Ja, sehr schlecht. Traurig. Allein schon, weil ich King damit abfucken kann und King abfucken macht immer Spaß. Das muss ich dir recht geben. So, ich verstehe schon, warum King das Opfer in der Schule war. Es macht halt einfach Spaß. fuck. Feuerball. So ein fetter Feuerball, Junge. So ein großer Feuerball, nicht fetter, Alter. 3, 4, 5. Gut, dass es nicht funktioniert hat. Digga, ich krieg keine Heilung. Was ist denn das? Drecksritze, gib mir Heilung. Hey, der Schwanz ist schon zur Schwachstelle geworden. Weiter drauf, Leute. Drauf da! Schon die ganze Zeit. Ich hab grad Akku, Alter. Ja, dann halt die mal auf dir. Ja. Boah, ich dash natürlich genau in den Schwanz rein, Alter. Das ist doch immer. Ist nicht das erste Mal, dass du in den Schwanz rein dashst, Simon. Und sich bei mir über den schlechten Clown verschlucken. Ja. Ja. Alter, ist das gemein, der hat das genau auf die Ritze gemacht. Ich kann überlegen, ob ich mir noch einen Charakter mache. Noch ein! Wie noch ein? Ja, hey, das ist nicht mehr. Magier werden, aber ich weiß auch nicht. Wie viele Charaktere hast du denn schon auf Tego jetzt mittlerweile? Ich hab schon wieder welche. Nice, gedacht. Der Schwanz ist ab! Ich hab den Schwanz abgeschlagen. Aber ich weiß noch nicht, ob Drachenritter, Zauberer. Zauberer ist cool. Alter, zieh doch nicht die Aggro an mir! 2, 3, 4. Mein Bauch ist 5? Schwachstelle, ne? Bauch ist Schwachstelle? Ja. Ah, vielleicht kann man ihm da seine Drüsen hauen. Seine ja, Feuerdrüsen. Und Beine. Ich bin in dem Vieh drin, Alter, wenn ich die Kamera zipfe. So. Kiemelhaut. Oh, wie? Ja, man kann ihm seine Feuerdrüsen zauen, dann kann nicht mehr speien. Los, raus, rauf auf den Bauch. Hält King jetzt nicht so viel davon. Nee. Ja, dann soll er mal nicht so rumpussen. King, warte, wir holen dich gleich. Ich hol ihn schon hoch. Bin schon da. Was auf eine Feuer. Das ja, aber das bricht das ja nur kurz ab. Autsch. Natürlich roll ich zweimal in die Flamme rein. Hä, hey, warum bin ich jetzt umgefallen? Okay, erstmal den Attack. Boost reinpacken. Feuerfrosch, eigentlich dürfte das doch dein bester Kumpel sein, oder? Feuerschildkröte und wow. Feuerfrosch. Bin gestorben, weil ich Feuerfrosch retten wollte. So machen wir das, King. Da sterbt man nicht die ganze Zeit. Ich finde es jetzt echt beleidigend, dass ihr auf meinen guten Witz nicht reagiert habt.
Ja, so gut war der nicht. Ali, kannst du mich kurz aufheben? Dankeschön. Nee, so gut war der Witz nicht. Ist das gemein? Oh, Alter, und er rennt natürlich wieder direkt in meine Fresse. King, war mein Witz gut? Ja. Okay. Alter, ich lieg schon wieder. Mama. Ich kann's dir zwar nicht ganz beantworten, weil ich nicht gehört habe, aber ja, er war bestimmt gut. Ob du ihn gehört hast oder nicht, ist mir egal. Dieses Aus Maul! Nice! Das war mein Schlag, ich habe ihm übel auf die Fresse gehauen. Bin ich der Einzige, der nicht am Boden lag? Kann sein, ja. D habt ihr, Alter, ich hab B. Ich hab E. Ich hab nur D. Ich hab gar nichts. Da haben wir die Noobs deklassiert, Mann. Auf jeden Fall, das war's mit der Folge. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.